Und die Vorstellung beginnt. Hi, hier ist Love Tarot. Hi, Jungfrau. Herzlich willkommen zu deinem Bonus-Reading, denn nach nur wenigen Tagen des Releases habt ihr Jungfrauen euer Video über 1100 Mal geklickt. Vielen lieben Dank. It's Bonus-Time. Ich habe mich gereinigt und geklärt und habe mich jetzt mit eurem Energiefeld verbunden. Auf der Rückseite des Decks zwei der, also ich habe vorgeschaffelt, zwei der Stäbe. Eine Entscheidung darf getroffen werden, also du wirst künftig eine Entscheidung treffen. Mit sieben der Stäbe. Also als ich diese Kombination angeschaut habe, also recht viel Feuerenergie aktuell im Feld der Jungfrau. Ihr seid ja eigentlich eher Münzenergie. Ich muss mal kurz gucken. Übrigens, ich habe ein neues Mikrofon. Schreibt mir bitte in die Kommentare, wie hört ihr mich jetzt? Ich bin begeistert von dem Teil, aber sag mir bitte mal Bescheid. Vielen Dank. So, zurück zur Legung. Einige von euch wollen sich nicht entscheiden. Sieben der Stäbe auf der Rückseite des Decks. Eine Entscheidung ist aber vonnöten, höre ich gerade. Jungfrau, was machst du da? Okay, wir schauen mal. Die Frage ist, weil ich wollte jetzt kein Reading machen für euch, weil am Wochenende schon die Juni-Readings rauskommen. Ich habe jetzt im Vorschaffe auch schon gefragt und ich frage jetzt nochmal für euch, denn ich habe eine befreundete Jungfrau gefragt, die durfte sich was wünschen und wir waren uns da einig. Die Frage ist, wie wird dein Sommer, Jungfrau? Ich gleich Gänsehaut, Jungfrau. Jungfrau, zwei Fünfer. Ihr wisst, also die mir zuhören, zwei der Kelche auf der Rückseite des Decks, Venus in Krebs. Das bedeutet, dass dir entweder jemand etwas anbieten will oder du ihm etwas anbieten willst, wenn es jetzt romantisch ist. Vielleicht, also manche Jungfrauen höre ich gerade, manche Jungfrauen wollen sich vertragen. Also dafür steht die zwei der Kelche nicht, das weiß ich. Aber das ist so, also mit einer Person, mit der du, ich höre gerade, also jetzt. Muss auch jetzt nicht unbedingt ein romantischer Partner sein. Mit einer Person, mit der du aktuell nicht in Kontakt bist, möchtest du gerne wieder zwei der Kelche vielleicht. Für andere kann das auch dafür stehen, dass sie den Mut zusammennehmen, wieder auf jemanden zuzugehen, mit dem aktuell kein Kontakt besteht. Das ist das, was ich hier habe. Jungfrau, ich habe gefragt, wie wird dein Sommer? Pass auf. Fünf der Kelche, irgendwas, also ihr wisst, äußerst links lese ich gerne als Vergangenheit. In der Vergangenheit hat dich irgendetwas bekümmert, traurig gemacht, verletzt. Du hast etwas oder jemanden verloren. Vielleicht, also emotional steckst du da ziemlich tief drin gerade, dass du traurig bist oder du stecktest ziemlich tief drin. Mit dem Narren ist aber ein Neuanfang für dich passiert oder wird passieren. Der Narr ist ja immer so, der macht mutigen Sprung auf etwas zu. Ja. Ja, also irgendwas hast du nicht mehr, was dir wichtig war mit den fünf der Kelchen. Irgendwas betrauerst du, was du verloren hast. Ist jetzt vielleicht auch nicht für jeden gleich der Verlust der Partnerschaft oder so, aber ja, irgendwas zieht dich ziemlich runter, dass du es nicht mehr hast in deinem Leben. Du wolltest dann einen Neuanfang machen, du hast es für dich verknuspert, dass es nicht mehr da ist oder jemand nicht mehr da ist. Du wolltest einen Neuanfang machen. Das Ganze ist aber mit fünf der Stäben so ein bisschen holperig gewesen. So, ja, vielleicht, ich höre gerade vielleicht deine inneren Widerstände, dass es wieder so wird, wie es war. Ja. Warte, das schreibe ich mir auf, das finde ich irgendwie. Moment. Übrigens, während ich schreibe, persönliche Legung zu buchen, www.lawoftarot.com. Dankeschön. So, weiter im Text, Jungfrau. Ne? Reihenfolge beibehalten. Und fünf der Stäbe, also irgendwas, dein innerer Widerstand vielleicht. Ne? Und ich kriege hier gerade so rein mit dem Page der Kelche, dass noch nicht mal jemand auf dich zukommt, sondern dass du, Jungfrau, dich diesen Sommer mit dir selbst versöhnen darfst. Du darfst dir selbst, nachdem das, was du verloren hast,
Du darfst dir selbst verzeihen, du darfst Dinge loslassen. Und wenn du schon beim Loslassen bist, was ja energetisch ein sehr wichtiges Thema ist, dann darfst du auch loslassen, dir selbst zu verzeihen. Und deswegen, die zwei der Kelche steht auch manchmal dafür, sich selbst auch den Kelch zu reichen. Und das würde ich jetzt mit dem Page der Kelche, ihr wisst, die Kelche im Tarot stehen für die Gefühle. Mit dem Page der Kelche würde ich jetzt auch sagen, ja, ich verzeih mir selber. Was auch immer. Ich weiß es jetzt nicht, Jungfrau, was dich da so. Aber irgendwas, um das jetzt zusammenzufassen, irgendwas hat dich extrem traurig gemacht, dass du es nicht mehr hast oder ihn nicht mehr hast oder sie nicht mehr hast. Und ich glaube, das hat ja auch ein bisschen was mit großen Selbstvorwürfen zu tun. Ich höre gerade, was habe ich falsch gemacht oder hätte ich es nicht besser machen können? Okay, fünf der Kelche für Jungfrau. Oh, Jungfrau. Okay, pass auf. Schon wieder deine Auftauchseite des Decks. Ich habe gesagt, was sind die fünf der Kelche für dich? Kelche. Drei der Schwerter. Drei der Schwerter ist vergangener Kummer. Ja, etwas, also was kürzlich geschehen ist, hat dich, ich kriege gerade so, hat dich in die Tiefe gestürzt. Also so emotional, ne? Also auf der Drei der Schwerter ist auf dem klassischen Tarot, das ist das Schwertblödsinn, das Herz durchbohrt von drei Schwertern. Hier ist es ein bisschen anders, aber sie leidet, sie ist in Pain. Jungfrau, du hast die große Chance, davon freizubrechen mit dem Ass der Schwerter. Du darfst, und das ist für mich auch jetzt, also Freibruch, also auch was ich gerade sagte, loslassen. Du darfst das loslassen, du darfst dir das selbst verzeihen. Und wir haben auch nicht immer, also klar, wenn eine Situation blöd war mit einer Person, wo du dir jetzt im Nachhinein denkst, oh, warum war das so? Verzeihst dir selbst. Ich sehe hier, das ist noch nicht mal fünf der Stäbe, ist hier in diesem Zusammenhang noch nicht mal eine Competition mit einer anderen Person, die dir da irgendwie Nebenbuhler ist. Das bist du selber. Du gehst hier zu hart ins Gericht mit dir selber und du darfst dir das jetzt verzeihen, was passiert ist. Weil ich habe den Sommer gefragt. Ich glaube, es ist was passiert, was dich halt schon länger beschäftigt oder noch bis in den Sommer beschäftigen wird. Der Narr für Jungfrau, bitte, im Sommer. Fünf der Münzen. Diese ganzen Fünferkarten, Jungfrau, ne? Du hast jetzt schon drei von vier möglichen Fünferkarten. Und ich wollte es vorhin schon sagen, Fünferkarten, das ist diese Energie von wegen, ja, mir geht's gerade schlecht, ich bin im Mangel, aber ich kann da rausgehen, wenn ich möchte. Ich kann mich dafür entscheiden. Und das ist in dem Deck hier besonders schön, denn sie kann hier die Situation auch verlassen. Sobald sie ihren Kopf hebt, und das ist ja das, was ich hier die ganze Zeit sage, verzeih es dir selber, dass es so war, wie es gelaufen ist. Sie würde ihren Kopf erheben, wenn sie aufhört zu weinen, Kopf hoch, finde den Schlüssel, brech aus. Und der Narr hier mit den, der Narr mit den fünf der Münzen, der Neuanfang, nachdem du es verloren hast und dich ausgeschlossen fühlst in der Eiseskälte, der Stern, die Heilung. Verzeih es dir selbst. Ich glaube, so nenne ich das Reading. Moment. Verzeih es dir selbst. Verzeih dir selbst. Ja, das ist schön. Wunderschön, Jungfrau. So, hier auf der Rückseite des Decks 4 der Schwerter. Du darfst heilen. Du darfst dich zurücknehmen energetisch. Du darfst auch mal dein Handy ausmachen, wenn du da Bock drauf hast. Es ist dir keiner böse. Also Menschen, die das auch wissen, was du für einen harten Weg manchmal machst und die dich wirklich kennen, die sind da auch nicht sauer, die sagen, hey, Jungfrau, schreib mir gar nicht oder ist gar nicht jetzt die ganze Zeit am Handy und gar nicht die ganze Zeit erreichbar. Nee, wir leben in so einer schweren und anstrengenden und schnelllebigen Zeit vor allem, dass wir nach unserem normalen Tagesgeschäft, unseren normalen Jobs halt auch echt einfach mal mit der Couch verwachsen können. Und da sollten normal denkende Menschen einfach auch nicht böse auf uns sein. Und Jungfrau, deswegen darfst du dich auch mal zurücknehmen und das heilen, diesen Verlust, vier der Schwerter auch. Fünf der Stäbe für Jungfrau.
Ja. Fünf der Stäbe. Und ich habe gesagt vorhin schon, das ist Competition mit dir selbst. Also, dass du mit dir selbst zu hart ins Gericht gehst und jetzt hast du die Gerechtigkeit. Also, du darfst dir gegenüber selbst fair sein und dir gegenüber aber auch nicht zu hart sein. Du darfst die Waagschalen wieder ausbalancieren, okay? Und ein Page der Kelche, das ist eine junge, frische Energie. Vielleicht hast du dann auch, also vielleicht hast du auch mit einem jüngeren Wasserzeichen zu tun, was dich da so ein bisschen beflügelt, ich höre gerade inspiriert, um das loszulassen. Rat des Schicksals auf der Rückseite des Decks. Das heißt, das Ganze ist schicksalhaft von oben geführt. Die Karte kann sowohl für Fische als auch für Schütze stehen. Das finde ich faszinierend an der Karte. Also so lese ich sie gerne. Manche lesen nur das eine oder das andere Zeichen. Ich lese gerne beide. Ja, sei nett zu dir selbst. Oder vielleicht inspiriert dich auch zu dir nett zu selbst zu sein ein jüngeres Wasserzeichen, Fische, Skorpion, Krebs. Huch. Ritter der Kelche. Das sind leider zu viele. Moment. Aber die nehmen wir, die war einzeln. Fünf der Schwerter auf dem Kopf. Das heißt, du kommst, wenn du, was ich vorhin gesagt hast, wenn du zärtlich zu dir selbst bist in dem Fall, dass du sagst, ich verzeihe es mir selbst, na, dann sind die fünf der Schwerter auf dem Kopf. Vor allem witzig oder nicht witzig eigentlich, weil es sind vier Fünferkarten, Jungfrau. Das zieht sich hier echt durch. Du hast alle Fünferkarten gekriegt in diesem Spread. Alle. Das ist sehr krass. Das hatte ich bis jetzt nur einmal. Und ich habe sehr viele Legungen gemacht bisher. Aber das ist mir hängen geblieben. Und das sind auch fünf der Schwerter, aber auf dem Kopf. Das heißt, das, was er, diese Niederlage, ne, die du verspürst, die geht raus, damit, wenn du dir selbst den Kelch anbietest. Und dann kommt Feuerenergie rein mit dem Ritter der Stäbe. Du bist ein Erdzeichen, das heißt, du bist eigentlich nicht Feuer, aber das ist egal, denn du hast dann, wenn du das loslässt, wenn du dir das selbst verzeihst und das alles loslässt, hast du neue kreative Feuerenergie und reitest von dann. Also, es kann sein, dass das hier noch alles noch nicht so zugetroffen ist, weil ich habe ja auf den Sommer gefragt, aber ich weiß genau, dass einige Jungfrauen das jetzt gucken in diesem Moment. Und jetzt schon wissen, wovon ich spreche, weil wenn hier so ein Trauma passiert, wie es hier liegt, dann ist das nicht in einer oder zwei Wochen erledigt, sondern es ist, ich rede hier mit den Jungfrauen oder ich spreche zu den Jungfrauen, die halt wirklich etwas erlebt haben in letzter Zeit, was einschneidend war. Okay, Jungfrau, aber die Message ist hier total klar, sei lieb zu dir selbst oder verzeih dir die Dinge selbst, die so gelaufen sind, wie sie gelaufen sind, okay? Und dann kommst du aus der Fünfer-Energie raus. Ich finde das total schön hier. Aber mein Rat für dich, lass dir Zeit und ja, das sind Entwicklungsprozesse. Da darfst du dir wirklich gerne Zeit lassen, okay? Und ich finde, das ist eine nette Prognose für deinen Sommer, weil hier liegt wirklich, dass etwas, was hochtraumatisch war für dich, rausgeht im Sommer. Und das ist doch schön, weil im Sommer wünschen wir uns alle Leichtigkeit, Happiness überhaupt, ja. Aber hier liegt ganz viel Heilung, Selbstakzeptanz und ja, auch Selbstliebe. Und vor allem auch, dass du wirklich ganz klar mit dir selber bist und dir selbst verzeihst, was da gelaufen ist, okay? Sehr spannend, Jungfrau. Wenn es dir gefallen hat, lass ein Like, ein Abo, ein Kommentar da. Teil dieses Video mit allen, die Love Tarot kennen sollten. Persönliche Legungen sind zu buchen über meinen Online-Shop. Danke fürs Zusehen wieder. Und bis zum nächsten Wochenende, wenn ich wiederkomme mit allen 12 Sternzeichen, sage ich euch, mögen wir uns wiedersehen. Bye!